In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gango hören» rede ich mit dem Politiker Patrick Zibung über unsere Gemeinsamkeiten, die wir trotz vermeintlicher Differenzen haben, gemäss Smartvote. Und wir reden auch über die Verkehrspolitik, wo wir nicht einer Meinung sind, aber auch dort wahrscheinlich noch die ein oder andere Gemeinsamkeit werden finden. «Gango hören». Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast «Gango hören». Diesen Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblings-Podcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube. Und wenn du auf YouTube zuschaust, siehst du, dass vis-à-vis von mir ein Gast sitzt. Hallo, wer bist du? Ich bin Patrick Zibung, bin seit mittlerweile 8 Jahre in der SVP, seit 4 Jahren im Stadtparlament und arbeite bei der Helvetia-Versicherung im Aussendienst. Genau. Und wir reden nachher noch genauer über deinen Werdegang in der Politik und was uns vielleicht verbindet und wo, dass wir vielleicht anderer Meinung sind. Aber dazu kommen wir dann später. Zuerst fangen wir den Podcast wie alle anderen auch mit einem Tipp von unserem Gast an. Ah, hast du etwas dabei? Ja, ich höre oder schaue sehr gerne Mafia-Serien und Filme, also egal welche. Und absolut herausragend finde ich da «Die Sopranos», die jetzt vor etwa 20 Jahren rausgekommen sind, aber immer noch wirklich richtig geile Serien ist. Gilt auch als eine der besten Serien, die je gemacht worden ist. So komme ich das zumindest mit. Über die Story muss super gut sein. Ja, es ist wirklich genial. Ich glaube, es sind etwa 7 oder 8 Staffeln. Und ich bin eigentlich darauf aufmerksam geworden, wo der Hauptdarsteller, der Gandolfini heisst er, glaube ich, verstorben ist, irgendwie vor etwa 10 Jahren. Da habe ich gedacht, muss ich mir diese Serie mal zu Gemüt führen. Und ich habe es mittlerweile glaube ich, etwa 3 oder 4 Mal geschaut und finde es immer wieder geil zum Schauen. Weißt du gerade, auf welchem Streamingdienst das da kommt? Ich glaube, es kommt bei HBC. Also es ist eine HBC, oder nein, HBO. Serie. Ja. Ist ein mega guter Tipp, weil ich habe die schon länger auf meiner Liste und vergesse die eigentlich immer wieder. Aber ich muss jetzt unbedingt auch mal rein schauen. Mafia-Film auch, in dem Fall so alle Klassiker. Ja, also der Pate natürlich und die Al Pacino-Filme, die bekannten, oder die schaue ich auch sehr gerne. Und natürlich auch die neueren Filme oder beziehungsweise Serien wie Narcos zum Beispiel oder Ozark ist so ein bisschen ein Geheimtipp, finde ich. Also gehört mir jetzt nicht so viel in der Öffentlichkeit. Und geht halt mehr so richtig mexikanische Mafia, nicht italienische Mafia. Oder genau. Kürzlich, wann ist das gewesen? Letztes Jahr ist im Stadtkino da zu Luzern der Pate nochmal gezeigt worden, einem Abend, weil, jetzt bin ich ganz sicher, 40-jähriger oder 50-jähriger Pate ein Jubiläum war. Und dann ist für einen Abend, haben sie den nochmal in restaurierter Fassung nochmal auf der Kinolinwand gezeigt. Und dort bin ich schauen. Mit meinem Vater und meiner Mutter. Ja. Und das war richtig, richtig cool gewesen. Ja, glaube ich. Ja. Und da habe ich aber etwas verpasst. Ja. Das ist an mir vorbeigegangen. Ja. Sehr schade. Es gibt eine Plattform, der Stefan von dieser Plattform war auch hier im Podcast gewesen. Die heisst theonesweelove.ch. Und dort kann man für Kinofilme abstimmen, die wieder gezeigt werden sollen im Kino. Ah, okay. Das sind ausgewählte Kinos? Oder, Es sind ausgewählte Kinos. Jetzt Luzern wird es dann in Bourbaki gezeigt und die anderen Städte in anderen Kinos. Und das Coole ist, du kannst eigentlich jeden Film vorschlagen, den du willst. Der kommt auf die Liste und wenn er einfach genug Stimmen hat, würde er dann mal gezeigt werden. Und dort wäre zum Beispiel vielleicht auch eine Gelegenheit, dass dann mal noch einmal irgendein Party oder irgend so etwas wieder mal im Kino könntest sehen. Also das ist mein Tipp. Ja, muss ich einfach mal schauen. Unbedingt. voll schön. Narcos übrigens hat der Jonas uns auch schon empfohlen. Er hat das auch durch. Ich glaube sogar der Jonas und der Fadri haben es zusammen durch. Jonas einen guten Seriengeschmack hat. Genau. danke für den Tipp. Danke auch, dass du da bist. Ich habe dich ja angeschrieben, ob du Lust hättest, auf den Podcast und hier vorbeizukommen. Ein bisschen aus speziellerer Grund, als ich vielleicht sonst mal einen Podcast-Gast einlade. Du bist mir nicht irgendwie aufgefallen, weil ich durch meinen Instagram-Feed geswiped habe und dort auf dich aufmerksam geworden wäre, sondern ich habe aus aktuellen Anlass wegen der Kantonsratswahlen eine Smartvote-Umfrage ausgefüllt, um zu schauen,
wem dass ich meine Stimme soll geben. Und du hast gesehen, mir ganz sicher nicht. Und dann habe ich gesehen, dir ganz sicher nicht. Weil genau, du bist eigentlich ganz, ganz hinterst, letzte abgeschlagen auf dem letzten Platz gewesen. Wir haben sehr wenig Übereinstimmungen, das sieht es da nicht, aber ich glaube, es sind 18% Übereinstimmungen oder so. Und ich hatte das auch so geschrieben im E-Mail, hey, glaubst du nicht, das wäre eine gute Ausgangslage, um vielleicht mal zusammenhocken? Und du hast dann gesagt, ja, ich, das habe ich sehr sympathisch gefunden. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das Mail bekommen hast? Ich habe ganz ehrlich zuerst gemeint, das sei eines von diesen unzähligen Spam-Mails, die ich immer bekomme. Weil ich bin da bei etlichen Newsletter angemeldet worden und da sind auch so viele Mails drunter, wo irgendwo mal deine Mailadresse angegeben worden ist oder wo ich mich auch selber irgendwo mal registriert habe. Kenne ich, ja. Oder Werbung natürlich, wo man auch meine Mailadresse im Internet findet und dann nachher entsprechend benachrichtigt wird. Aber ich habe tatsächlich draufgeklickt und dann eigentlich gerade im ersten Moment denke ich mal, das ist doch sympathisch und eben, ich schätze den Austausch mit Leute, die vielleicht andere Ansichten haben, sehr und habe mich darum auf das Experiment eingelassen. Genau. Ich bin das erste Mal in einem Podcast. Ja, siehst du. Ich habe nicht gewusst, wie das so abläuft. Sehr unkompliziert, wenn wir es jetzt schon herausgefunden haben. Bis jetzt sehr unkompliziert, ja. Ich finde das eben auch etwas Wichtiges, sich auch mit Leuten auseinanderzusetzen oder auszutauschen, die eben nicht die gleiche Meinung haben, wie man selber hat. Ich finde, das erweitert ja irgendwo durch auch den eigenen Horizont und man kommt andere Meinungen mit über. Und es challenged ja dann auch wie sich selber immer ein bisschen. Oder man fällt dann vielleicht, oder im Optimalfall würde ich mich wie selber manchmal vielleicht dann auch wieder mal ein bisschen hinterfragen und überlegen, sind dann all meine Ansichten, die ich habe, irgendwie immer noch so, obwohl ich die schon habe, seit ich 18 bin. Oder verändert man die vielleicht dann auch mit der Zeit? Und darum finde ich das sehr sympathisch. Wir haben da vorher noch ganz kurz über den Smart Spider geredet. Für die, die das nicht wissen, die das nicht sehen, ich habe den Smart Spider ausgedruckt, wo mir Smart Vote zur Verfügung gestellt hat. Und ein Smart Spider ist einfach ein Kreis mit verschiedensten Themen, die drauf stehen, also da sind offene Außenpolitik, liberale Wirtschaftspolitik und so weiter und so fort. Ganz viele Themenbereiche und je nachdem, wie man die Fragen beantwortet hat beim Smart Vote, kommt man mehr oder weniger Punkte über und dann gibt es so ein bisschen wie ein Spinnennetz daraus raus. Und wir haben da vorher ein bisschen zusammen angeschaut und gemerkt, dass überall, wo meins nach links geht, geht dies ein bisschen nach rechts. Aber wir haben doch auch ein paar Punkte gefunden, wo wir dann... Ich glaube, zwei haben wir gefunden. Genau, wo wir irgendwo dort ein bisschen könnten... Einig sein. Genau. Oder einig könnten werden. Einig könnten werden. Und dann gibt es vielleicht Punkte, wo man wahrscheinlich ein bisschen länger müsste miteinander diskutieren, dass man vielleicht eine Einigkeit... Ja. vielleicht einfach mal allgemein die Frage an dich. Du bist seit 8 Jahren politisieren für die SVP. Du hast angefangen bei der SVP und bist dort geblieben. Bist du bei der jungen SVP am Anfang oder bist du direkt zu der SVP gegangen? Ich muss dich ein bisschen korrigieren. Gut. Ich glaube, ich habe dir das bei der Vorbereitung gar nicht gesagt. Ah, gut. Ich bin, wann ist das? Ich glaube 2012. Also bei den ersten Wahlen, als ich 18 war, habe ich schon kandidiert. Mhm. Willst du mal raten, in welcher Partei? Wenn du jetzt die Frage so stellst, gehe ich mich jetzt raus und würde etwas ganz anderes, etwas Konträres sagen und hätte jetzt gesagt, für die jungen Grünen oder für die SP? Ganz nüchtern, aber es gibt ja noch eine dritte Partei, oder beziehungsweise noch zwei weitere auf der linken Seite, und das ist die JUSO und die Grünen. Ja. Und ich habe tatsächlich mich überreden lassen von David Roth, der jetzt Kantonsrat ist und glaube ich, der Pole Position für einen Nationalrat ist und er war damals ja JUSO-Präsident. Mhm. Und ich bin dann mit einem Kollegen dort, der jemanden kennt hat bei der JUSO, sind wir dort in das Büro hinter der Kantonalbank irgendwo, dort zwischen Theater und Kantonalbank ist das, glaube ich. Und dann haben sie uns dort überredet, oder? Mhm. Und wer mich politisch ein bisschen kennt, weiß ja, dass mein Hauptanliegen die Verkehrspolitik ist und dass man mit dem Auto möglichst überall durchkommt. Das deckt sich jetzt nicht ganz. Ich habe damals schon eine andere Meinung, aber ich habe es witzig gefunden oder gut gefunden, dass man sich für Junge engagiert. Und ich habe mich eigentlich mit der Parteipolitik so im Großen und Ganzen noch nicht damit befasst gehabt.
Und mein Slogan war ÖV-Offensive statt Offroader. Also das komplette Gegenteil von dem, was ich eigentlich heute vertritt. Oder? Und eigentlich hatte ich auch schon damals so die Ansichten gehabt. Aber eben, ich habe das irgendwie noch witzig gefunden und dachte, ja komm, wieso nicht? Ich habe ja von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt und darum dort mitgemacht gehabt. Und es war auf jeden Fall eine Erfahrung gewesen. Und darum kann ich eigentlich sagen, ich habe bei jeder Wahl, wo ich 18 oder älter war, können, oder kandidiert, oder? Für jede Wahl bin ich dabei gewesen. Und wie ist denn die, bleiben wir gerade jetzt schnell, wie ist denn die Wahl abgelaufen und was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du dann gerade in die ganz andere Ecke rüber bist? Weil man hätte ja können sagen, das ist jetzt nicht mein Ding, aber vielleicht fühle ich mich irgendwo in der Mitte dann ein bisschen mehr aufgehoben, aber wo, was hat dich dann gerade ganz überzogen gehabt? Ja, also eben, ich habe schon damals eigentlich jetzt nicht irgendwie linke Ansichten gehabt. Ich bin damals irgendwie nicht, also nicht grosspolitisch interessiert gewesen. Ich habe einfach immer Freude an Autos gehabt. Und eben, ich bin darum schon damals, also 2012, schon hochgenommen worden für den Wahlslogan. Und es hat eigentlich damit geändert, dass ich irgendwie auf dem zweiten oder drittletzten Platz gelandet bin. Mhm. Oder sogar auf dem letzten. Auf jeden Fall ganz weit hin, also unbedeutend. Und der Wechsel ist dann eigentlich gekommen, nachdem ich irgendwann mal die Autoprüfung bestanden habe, mit 19. Und so ein bisschen gemerkt habe, dass in der Verkehrspolitik in der Stadt Luzern aus meiner Sicht so ziemlich alles falsch läuft. Und leider immer noch falsch läuft. Und natürlich, ich habe die anderen Themen von der SVP schon auch immer mehr oder weniger mitträgt, also so die bekannten Themen, oder für weniger Staat, mehr Freiheit, da kommen wir da vielleicht auch noch dazu, bezüglich Lohn und Ort, das ist auch noch eine von diesen Koordinaten, wo wir uns übrigens überschneiden, ja, oder wahrscheinlich eben eine von diesen Gemeinsamkeiten gleich viel, finden, das ist erstaunlich, ja. Genau. Jetzt weiss ich nicht, ob das eher für mich atypisch ist oder für dich. Es ist eher für mich atypisch. Ah, gut. Weil, bei mir, also oder bei meinen Parteikollegen, dort ist Lohn und Ort bei den meisten sehr weit oben. Mhm. Oder? Ja, und eben aufgrund von dem bin ich dann eigentlich nachher in der SVP mal beitreten, nur als Mitglied. Mhm. Und zur Mitte, oder einfach CVP, damals FDP, war für mich eigentlich weniger ein Thema gewesen, weil ja, ich habe gerne klare Meinungen. Das sieht man auch bei der Beantwortung von diesen Smartvote-Fragen. Es gibt entweder ja oder nein und nicht irgendwie etwas so dazwischen. Ja, oder? Genau. Oder höchst selten. Und darum war für mich die SVP eigentlich die richtige Partei gewesen, oder? Und eben, wie gesagt, ich trage alle anderen Punkte grossteils auch mit. Manchmal bei der Wortwahl könnte man sich vielleicht ein bisschen anders ausdrücken, oder? Wenn man sich an gewisse Plakate zum Beispiel erinnert. Aber sonst eben voll und ganz auf SVP-Linie. Und was, wenn, also du bist dann übergewechselt quasi, oder? Und hast also ich muss sagen, ich bin nie ein Parteimitglied bei der JUSO. Also ich bin einfach auf der Liste gewesen, ich bin einmal vorbei und ich habe sonst auch nichts anderes gemacht. Oder? Es hat noch einen Flyer gegeben, den habe ich immer noch daheim, wo ich und mein bester Kollege immer noch drauf sind. Wir arbeiten übrigens heute zusammen, also seit einem Jahr. Und jetzt sind wir beide. Er ist mittlerweile bei der FDP. Ja. Und eben, wir teilen uns das Büro. Also sind die Pultnachbarn wieder. Aha. Und ja. Es ist spannend. Wir haben eben vorher im Vorgespräch habe ich so ein bisschen die Frage aufgeworfen. Oder ich erzähle schnell, wie es in meinem Umfeld war und wie es in meinem Empfinden war. Und du kannst dann erzählen, wie es bei dir so weit ist. Aber vielleicht ist das bei uns auch ein bisschen atypisch gewesen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall so mit während der Sektzeit, also kommt man wahrscheinlich sehr schmal mit der Politik in Berührung, im Schulstoff irgendwo, also zumindest dazu mal aufgegriffen worden ist. Das war irgendwie für mich nie wirklich ein spannendes Thema gewesen. Ich habe das irgendwie immer so ein gefunden, das ist doch... Also das hat mich nicht gross interessiert gehabt. Mein Empfinden war, dass im Umfeld bei uns eigentlich der Klasse- und Kollegenkreis das ein bisschen ähnlich aufgefasst worden ist. Und dann ist es später natürlich spannend geworden ist und ein wichtiges Thema für mich geworden ist. Aber dass man sich dann ein bisschen für die Thematik interessiert, das ist das eine, aber dass man sich dann auch noch engagiert, ist dann wie noch ein bisschen das andere. Wie ist das bei dir? Hast du Leute, die im gleichen Alter waren? Also ja, wenn du dort vom David Roth überredet worden bist, in dem Fall schon, aber würdest du auch sagen, dass sonst
das aktive politische Engagement bei den Jungen nicht immer mega hoch ist? Oder hat sich das ein bisschen verändert in der letzten Zeit? Also damals, als ich mich politisch engagiert habe, oder mich habe angefangen zu engagieren, dort hat sich wirklich niemand in meinem Umfeld für Politik gross interessiert. Also bei den Jungen sowieso nicht. Man hat vielleicht mal von den Eltern oder Verwandten oder so etwas mitbekommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich aus einem besonders politischen Umfeld gekommen wäre. Mhm. Und ich habe das ja eigentlich auch nicht, also ich habe nie gesagt, ich muss jetzt, will jetzt das und dieses werden, so wie das gewisse Leute machen. Ich bin einfach mal als Parteimitglied, oder habe mich als Parteimitglied angemeldet gehabt und den Mitgliederbeitrag eingezahlt. Und dann irgendwann ist dann mal der Messi Link auf mich zugekommen, du willst nicht kandidieren im nächsten Jahr. Das war das Jahr drauf, im 16. sind die Wahlen gewesen. Dann dachte ich, ja komm, kannst ja wieder auf die Liste, oder? Mhm. Das war ja so ein bisschen ähnlich gewesen, fast wie vier Jahre vorher. Und habe dann gefunden, mal, das macht ja eigentlich noch Spass, bin immer an den Versammlungen gesehen und so. Und habe mich dann im Wahlkampf recht aktiv eingebracht gehabt. Und bin dann nachher irgendwann auch in den Parteivorstand gewählt worden nach den Wahlen. Und ja, habe mich dann immer ein bisschen mehr angefangen zu engagieren und es ist dann immer mehr dazugekommen. Und ich habe eigentlich immer das gemacht, was mir einfach Spass macht. Und das ist bis heute eigentlich so geblieben. Wie aufwendig ist es eigentlich, Politiker zu sein? Ja, das kann man ein bisschen steuern, oder? Also ich habe während dem, wo ich studiert habe, schon mehr Zeit gehabt. Das merke ich schon, oder? Bis vor zwei Jahren bin ich sehr aktiv gewesen. Und ja, jetzt, wenn du halt schaffst, hast du halt nicht mehr so die vielen freien Fenster, wie du während der Uni hast und vor allem auch während Corona, oder? Das war ja noch ein Jahr gewesen. Ja, man ist relativ flexibel. Halt, sobald du in einem Parlament bist, müssen halt die wichtigsten Sachen schon gemacht sein. Ja. Also musst du dich in die Themen einlesen und auf die Sitzungen vorbereiten, deine Voten schreiben und so. Das braucht natürlich schon Zeit, oder? Und das ist sicher ein Vorteil, wenn man einen Arbeitgeber hat, der das auch unterstützt, oder? Und da auch den Vorteil dabei sieht. Aber dann ist es ein bisschen wie, wenn du sonst in einem Verein bist. Ja, also Parteien sind ja eigentlich auch ein, also sind ja Verein, oder? Rechtlich gesehen. Und ja, also es ist natürlich schon wünschenswert, dass die, die dabei sind, auch etwas machen, oder? Das ist klar. das ist ja so. Aber eben, wenn man halt mal andersweitig eben im Geschäft mit zu tun hat, gibt es ja auch Schwankungen. Ich nehme an, das kennt ihr ja auch bei euch im Geschäft. Und ja, das ist halt dann vielleicht mal Parteiarbeit, die ein bisschen darunter leidet, oder? Kurzzeitig, das kann sicher vorkommen. Ja. Nichtsdestotrotz hast du auch vorher gesagt, oder findest du gut, dass man in der Schweiz als Politiker ja nicht Berufspolitiker ist im Sinn von, dass das dein Hauptjob ist, sondern du bist normal arbeitstätig und machst eine Politik. Jetzt könnte man sagen, es wäre ein Vorteil, wenn du nicht noch müsstest arbeiten nebenzu. Ja, für den einzelnen Politiker sicher, aber es geht ja darum, was ist für die Gesellschaft gut, oder? Und ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, dass Politiker, die entscheiden für das Leben von allen Bürger fällen, tun, dass die auch irgendwo durch noch den Bezug zu der Realität haben. Und da gehört es dazu, dass man einfach einen Job hat. Und ich meine, gerade auf Gemeinde- und Kantonsebene ist es halt auch nicht so viel Arbeit, die man hat, dass man jetzt damit könnte seinen Lebensunterhalt bestreiten, nur durch Sitzungsgelder und das finde ich auch gut. Mhm. Also das ist absolut richtig. Ja, darum, ich glaube, es ist gut so, wie es ist. Also eben auf kantonaler und kommunaler Ebene ist das sowieso kein Thema. Auf nationaler Ebene, finde ich schon, sind die Entschädigungen schon ein bisschen zu üppig. Also da gibt es ja schon den einen oder anderen, wo der nur noch von diesen Sitzungsgeldern lebt, oder? Das sind etwas um die 100'000 Franken. Je ist nicht so schlecht. Ja, also ich glaube, da sind viele Leute zufrieden, wenn sie 100'000 Franken haben für das Pensum, wo man sagt, etwa 50%, oder? Da kann man, glaube ich, zufrieden sein und ich finde, die könnte man schon ein bisschen noch anpassen. Wäre aber trotzdem mal dein Ziel? Nein. Nicht? Nein.
definitiv nicht. Also Kantonsrat, das wäre jetzt etwas, was ich würde machen, wo mir würde Spass machen. Aber alles andere, ich bin gerne da in Luzern und ja, ich glaube, man müsste viele Sachen machen, wo ich jetzt keine Lust drauf habe, um irgendwo in ein höheres Amt wie der Kantonsrat zu kommen. Und auch Kantonsrat ist jetzt nicht das, was mich, wenn ich jetzt sagen muss, ich jetzt in den nächsten 4 Jahren sein, oder? Also wenn ich gewählt werde, selbstverständlich. Würdest du das schon annehmen? Ja, natürlich, ja. Also ich kenne sie ja auch ein bisschen. Ich war ja während dem Studium 2 Jahre Fraktionssekretär für die SVP im Kantonsrat. Von dem her mit ja, Themen bin ich noch einigermaßen vertraut, aber vor allem mit den Abläufen, wie alles läuft, hätte ich kein Problem, mich einzuschaffen oder mich ja, mit denen anzuklimatisieren. Aber eben, ich bin eigentlich im Moment zufrieden, so wie es ist. Im grossen Stadtrat macht einige, also ja, mal macht Spass, abgesehen von den Mehrheitsverhältnissen, die aus meiner Sicht ein bisschen anders könnten sein. Aber es macht sonst Spass und eben mit dem Arbeiten ist es auch gut, dass es passt eigentlich alles so, wie es im Moment ist. Ja. Was mich irgendwie interessiert, ist, wenn ich Politik wahrnehme und vor allem die Kommunikation unter Politikerinnen, die nicht gleicher Meinung sind, dass das häufig, und ich meine, ich nehme es wahr in Diskussionssendungen, in einer Arena, vielleicht in einem Zeitungsbericht, wo beide Seiten ihre Stellung durchgeben zu einem Thema, und dann ist das meistens sehr verhärtet, wirkt es auf mich. Und ich habe zum Beispiel auch nicht mehr, ich habe Mühe damit, in eine Arena zu schauen, weil ich das Gefühl habe, es ist wie nicht die Idee, dass man einen Konsens findet, sondern jede Seite sagt einfach, was gut ist und die anderen sind eh doof und dann geht man wieder auseinander und man hat eigentlich nichts erreicht, außer dass man einander aufs Dach gegeben hat. Wie ist die Arbeit oder das Miteinander sonst in der Realität, jetzt in deinem Alltag, mit anderen Politikerinnen, die nicht gleicher Meinung sind wie du oder anderen Parteien angehören? Ja, also die Arbeit wird ja vor allem in den Kommissionen und zwischendurch gemacht. Und das, was die Öffentlichkeit mitbekommt, sind vor allem dann so die Entscheide und Debatten im Rat innen selber, also jetzt bei uns im grossen Stadtrat. Und dort geht es ein bisschen in die Richtung wie in der Arena, nur dass natürlich der Ton der schon ein bisschen anständiger ist, oder? Dass man anständig miteinander redet. Aber die Meinungen sind eigentlich in der Regel vorher gemacht und man tauscht sich einfach dann aus mit den Argumenten. Und natürlich kann es dann mal einzelne Fälle geben, wo man dann noch einmal kurz sich mit den Kollegen abspricht und denkt, ja, ist das Argument vielleicht doch nicht besser, weder, oder die Ansicht nicht doch besser, weder die, wo wir jetzt eigentlich vereinbart haben. Und dann überdenkt man sich vielleicht mal den Entscheid noch, aber in den meisten Fällen ist das eigentlich klar. Man hat Fraktionssitzungen, wo vorher die Themen diskutiert werden und eben eigentlich so ein bisschen Meinungen oder die Meinungen intern austauscht werden und man fasst dann zusammen einen Schluss. Oder? Wie oft kommt es vor, dass man wirklich sagt, hey, das war jetzt noch ein gutes Argument gewesen, das haben wir so noch nie überlegt. Hast du mich ein bisschen von deiner Seite überzeugt? Gibt es das oder ist es mehr so ein bisschen Kompromissfindung im Sinne von, eigentlich wollte ich nicht, aber wir müssen uns ja irgendwo ein bisschen finden. Also ich gebe mir ein bisschen, nehme ein bisschen. Ja, also es gibt ja Kernthemen von der Partei und dort würde ich jetzt sagen, dort lässt man sich in der Regel, also wäre mir jetzt nicht, oder habe ich jetzt nie erlebt, dass man sich dort überzeugen lässt, zum Beispiel jetzt bei der SVP, dass man dann plötzlich dafür wäre, dass man irgendwo Parkplätze abbaut. Ich glaube, das gibt es nicht. Man muss, solange ich dabei bin, werde ich nie an einem Parkplatzabbau zustimmen. Aber da gibt es vielleicht so andere Themen. Ja, kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn, aber vielleicht irgendwie Biodiversität, wo man sagt, mal, dem könnte man vielleicht auch noch zustimmen, weil es niemandem wehtut und auch nicht viel kostet, zum Beispiel. So ein Thema könnte ich mir jetzt vorstellen. Aber wo wir jetzt leider gerade kein konkretes Thema in Sinn, aber es ist sicher auch schon vorgekommen, wo wir uns endlich überzeugen lassen. Oder? Und ich hoffe, es ist auf der Gegenseite auch so schon gewesen. Weil ich überlege mir alle Grundsätze. Also, der Grundgedanke wäre ja wahrscheinlich bei jeder Partei der gleiche, nämlich das Bestmögliche für Bürgerinnen und Bürger von diesem Land. Es ist dann einfach immer ein Definitionsfrage, was denn das Bestmögliche ist, aber eigentlich hat man ja dort den Konsens, dass man das Bestmögliche würde wollen für alle.
Ich habe 86er Jahre gegangen, also ich bin ein bisschen älter als du, trotzdem würde ich sagen, wir sind ähnlich alt. ja, plus minus 30, plus, minus, oder? Ja, genau. Hast du ein Leben lang in der Stadt Luzern gewohnt? Ja, bis auf das erste Jahr oder die erste anderthalb Jahre. Ja. Also ich mag mich nicht erinnern, dass ich jemals nicht anders gewohnt habe. Was hast du das Gefühl? Wir sind ähnlich alt, wir haben das gleiche Geschlecht, wir sind beide plus minus gleich lang in der Stadt Luzern gewesen, also in einem städtischen Umfeld aufgewachsen. Du hast auch etwas studiert, wir sind ähnlich ausgebildet. Aber nicht fertig studiert. Noch gar nicht. wo und was passiert irgendwo in der Laufbahn, dass man dann schlussendlich so weit wie es geht zwischen all diesen Kandidierenden für die Wahlen so weit auseinander nachher Meinungen gebildet haben? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ja, also vielleicht auch die familiäre Prägung. Dann sicher das, was man beruflich macht, also beziehungsweise das, was man dann halt studiert. Oder? Mhm. Du hast ja Lehrer studiert, hast du gesagt. Oder? Und ich bin dann Wirtschaft studieren. Und die HSG ist jetzt nicht gerade so die linkeste. Ja, und PH ist wahrscheinlich eher nicht, und, nicht so weit rechts. Ich war ja vorher schon politisiert. Das hat, ich weiß nicht, vielleicht hat das dann meine Meinung auch noch bestärkt. Oder? Das kann ja auch sein. Also ich muss noch fair sagen, ich bin nicht an der PH gewesen, sondern ich habe noch das Lehrsemi gemacht vorher. Ah ja, das hat es ja auch noch gegeben, genau. Stimmt. Ja. Ja, das ist auch die Frage. Oder bin ich als Lehrsemi, weil ich schon gewisse Einstellungen hatte und dann sicher aus Semi bin ich sicher nicht weniger sozial geworden. Ja. Oder hat mich das mehr geprägt? Das ist natürlich doch eine gute Frage. Oder ist die Wahl von der Ausbildung auch schon zusammenhängend mit deiner ungefähren Ausrichtung? Nehmen wir jetzt mal an, dass... Ja, also eben Lehrer wäre ich... Also ich kann mir zwar können vorstellen, wenn ich das Studium fertig gemacht hätte, dass ich so Kantilehrer zum Beispiel gemacht hätte. Oder Berufsschule nebenbei in einem Teilzeitpensum. Das ist durchaus etwas, was ich noch könnte sagen, mal, das würde eigentlich noch Spass machen. Oder könnte ich mir vorstellen, dass es noch Spass macht. Oder? Aber ja, ich weiß nicht, ob der Beruf wirklich so... Ist eine steile These. Du hast ja vorhin gesagt, dass dein Einstieg die Verkehrspolitik war von der Juso, die gar nicht dem entsprochen hat. Und du dich dann bei der SVP besser aufgehoben gefühlt hast. Das ist ein sehr wichtiges Thema für dich. Das sieht man auch, wenn man da deinen Slogan anschaut, wo du bei SmartLotag hast. Warum man mich wählen sollte, freie Fahrt für freie Bürger in allen Belangen. Wieso ist die Verkehrspolitik für dich so wichtig und warum ist sie so falsch aus deiner Sicht? Also ich glaube, der Mensch ist ja schon immer unterwegs gewesen. Früher sind wir, glaube ich, mal ursprünglich Nomaden gewesen, bevor wir die Landwirtschaft entdeckt haben, oder? Und ich finde das wichtig, dass man einfach möglichst zügig vorwärts kommt im Alltag. Und ich glaube, wenn man nur immer am gleichen Ort ist, hat man einen ziemlich kleinen Horizont irgendwann. Und das Auto ist halt schon das Verkehrsmittel, das einem die größtmögliche Freiheit ermöglicht. Klar, in der Stadt, sage ich jetzt auch, ÖV und Velo sind sicher gut, oder? Aber es gibt einfach auch Realitäten, die anders aussehen, wo man mit dem Velo oder mit dem Bus einfach nicht, ja, den Alltag nicht so kann bewältigen, wie man es mit dem Auto macht. Das Beispiel kann ich eben meinen Job nennen. Oder? Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste mit dem Bus zu den Kunden oder mit dem Velo, das geht einfach nicht. Niemand will jemanden, der verschwitzt ist, am Küchentisch haben, der mit ihnen über die Versicherungen redet. Und mit dem Bus ist es halt einfach auch, du hast je nachdem doppelt so lang oder unter Umständen gar keine Busverbindungen oder Zugsverbindungen. Und das geht einfach nicht. Oder? Und das stört mich manchmal schon an der linken Verkehrspolitik, die wir in der Stadt haben, dass
dass man einfach die Realitäten ausblendet und so denkt, ja, ich lebe da eben, wie ich vorhin gesagt habe, in meinem kleinen Radius und dort ist alles, alles farbig und bunt und so und das funktioniert alles ohne Auto. Und alles andere tut man ausblenden. Und das stört mich schon ein bisschen. Und klar kann man mal irgendwo Aufwertungsmassnahmen machen, dass die Aufenthaltsqualität irgendwo in einem bestimmten Perimeter steigt. Aber ich glaube immer noch, dass die Strassen und die Flächen, die genutzt werden vom Individualverkehr, dass die genug klein sind, dass es auch noch andere Platz gibt oder dass man, ich verstehe das aber nicht, ich bin ja wirklich ein Autofan, aber ich würde nie auf die Idee kommen wollen, irgendwo an der Pilatusstrasse hinzusitzen und auf die Strasse zu schauen. Ich meine, hinten dran hat man das Vögeligärtli, auf dieser Seite hat man die Reuss. Und ich verstehe das wirklich nicht, wieso man an jeder Strasse Gefühl hat, man muss jetzt da, weiss nicht, was für eine Aufenthaltsqualität schaffen. Mhm. Und das sind einfach so Sachen, die man im Parlament sehr oft hört, ja, Aufenthaltsqualität da und dort. Aber am Schluss, wo sind die Leute, die sich dort überhaupt aufhalten? Oder? Mhm. Es gibt doch viel schönere Plätze und nutzen wir doch die Flächen, die wir jetzt für den Verkehr haben, für den Verkehr, der wichtig ist, auch nicht nur für die Einzelperson, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht. Nutzen wir doch die Flächen sinnvoll, anstatt dass man einfach ideologisch Politik betreibt und alles, wo eben nicht am eigenen Gusto entspricht, was verbieten oder einschränken oder erschweren. Da habe ich, mit dem habe ich meine Mühe. Mhm. Du fährst einen BMW, gell? Nein. Ein Mercedes? Mercedes, ja, genau. Ja. Ich habe ein Foto gesehen auf Facebook, glaube ich. Ein Profilbild. Ein Profilbild, stimmt, genau. Ja, ein Profilbild. Ich bin mega ein grosser ÖV- und Velo-Fan. Ich habe es vorhin vermutet. Ich bin super, dass ich wohne im Eisfeld hinten. Ich habe natürlich jetzt da zum Arbeiten auch natürlich top genial, oder? Ich kannst du die 6er einsteigen und bist da. Ich bin gefahren. Ja. Mit dem Velo bin ich in 10-15 Minuten auch da. Mhm. Ist natürlich top gelegen. Und bin natürlich Fan davon, wenn man dann die Verkehrsmittel noch fördert. Wir sehen es aber auch, dass wir zum Arbeiten sehr wohl froh sind, haben wir unseren VW-Bus, wo wir das Material laden können, weil es schlichtweg auch einfach nicht möglich wäre mit all diesen Sachen. Aber ja, oder? Und das sehen auch viele im Parlament, hat man manchmal den Eindruck nicht, oder? Dass es einfach auch noch andere Realitäten gibt. Das mag sein, da habe ich den Einblick nicht. Ist übrigens immer öffentlich, also beziehungsweise genau. Kannst du reinsitzen oder im Internet zuschauen. Das ist eigentlich noch ein guter Input, ich glaube, das wissen viele nicht. Ich bin aber auch TÜV-Fahrer zum Beispiel. Ah, sehr cool. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Im Fall. Elektro-TÜV aber. Nein. Ja. Bin aber gar nicht abgeneigt gegen den Elektro-TÜV grundsätzlich. Ich finde es, glaube ich, eh nicht gut, wenn man auch mal grundsätzlich gegen etwas ist. Es hat sicher seine Vor- und Nachteile. Ich war jetzt eben gerade an der Motto Bern. Mhm. Dort war eine Podiumsdiskussion zum Thema Elektromobilität. Ich glaube, das habe ich sogar in der Tagesschau gesehen. Das ist doch ein Bericht darüber gebracht worden. Oder in 10 vor 10 irgendwo. Das habe ich wieder nicht gesehen, aber der Walter Wottmann ist natürlich dort, voll dagegen, oder? Er war nicht voll dagegen. Er hat, eigentlich hat er sogar gesagt, er sei sehr offen gegenüber von Fortschritt oder anderen Antriebsformen, einfach dort, wo es Sinn macht. Mhm. Das Beispiel, also bei der TÜV hast du natürlich das Problem, ein Auto bringst du noch einigermaßen Batterie rein, damit, sagen wir, 300-400 Kilometer kommst. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo die Reichweite jetzt ist. Ja, bis dort rum, glaube ich. Bei TÜV ist es natürlich schwierig, so eine entsprechend grosse Batterie irgendwo unterzubringen. Darum ist halt die Reichweite auf etwa 200 Kilometer beschränkt. Und wenn du dann vom Furka-Pass bist, hast du halt Pech gehabt. Oder so. Ja, da kann man nicht so gut klappen. Genau, da bin ich jetzt froh, fahrt mit TÜV noch mit Benzin. Bin aber mir auch bewusst, dass wahrscheinlich das sicher nicht einfacher wird werden in den nächsten paar Jahrzehnten. Je nachdem noch, wie weit das denn die synthetischen Treibstoffe zum Beispiel werden. Ich bin froh, dass du das ansprichst, weil das ist so das, was ich auch immer hoffe. Also nicht nur die Hoffnung habe, sondern ich glaube wirklich, dass sich das früher oder später wird durchsetzen. Und dass der Verbrennermotor gleich wird weiter leben, auch wenn man jetzt so kürzlich
irgendwo in der Brüsseler Bürokratie entschieden hat, dass bis 2035 keine Verbrenner mehr sollen zugelassen werden. Ich glaube, das ist noch nicht so genau. Stein gemeistert. Und dann denke ich, aber gibt es trotzdem sehr wohl, sagen wir jetzt, all die Töff, Vespas, Roller, die in der Stadt rumfahren. Dort hat man ja sowieso dann meistens überall eine Möglichkeit, um den laden. Und dort finde ich es jetzt zum Beispiel sehr sinnvoll, dass die würden mit der absolut, da teile ich deine Meinung voll und ganz, weil mich nervt die aufheulenden Roller nämlich genau. Auch. Die also dort verstehe ich sogar wirklich, wenn man sich darüber aufregt. Oder? Weil die machen einfach nur einen Krach und kommen kaum vorwärts. Oder? Und dort sieht man ja den Trend. Oder? Das ist ja eben auch der Motto Bern. Genau. Thema war, richtig, oder? Dass die kleinen Töpfen, die für Strecken unter 50 km gebraucht werden, dass die ja viel mehr elektrifiziert werden, weder eben halt die Größe. Genau, gefährlich. Richtig. Und darum, ja, das ist so ein bisschen mein Input dazu. Schön, dass ich dich auch überraschen konnte, dass ich mit dem Töpfen umfahren ja, ich mache das irgendwie auch noch gern. Oder? Und, aber es ist auch, ich bin dann in der Stadt mit dem, oder ich bin nicht konfrontiert mit vielleicht Problematik, wo du konfrontiert bist, wenn du in der Stadt umfährst mit dem Auto. Genau, aber siehst du, also wie gehst du dort, wie setzt du dich mit dieser Thematik auseinander? Also für dich ist das Auto eben wichtig, hast du gesagt, und ich sehe auch deine Beweggründe, aber ich denke, es gibt ja wahrscheinlich schon auch gewisse Punkte, wo vielleicht wenn man zum Beispiel die Umweltthematik anschaut, wo man vielleicht auch kann sagen, ja, da sind tatsächlich noch Möglichkeiten für Verbesserungen, auch wenn du Fan vom Auto bist, aber ich denke, dort wirst du wahrscheinlich auch ein offenes Ohr haben für gewisse Thematik, oder wie ist das? Ja, natürlich, aber wir haben ja auch schon einen Haufen Anstrengungen gemacht in diesem Bereich. Oder? Also wir haben ja seit 1990 bis heute haben wir den Pro-Kopf-CO2-Ausstoß um, glaub, über ein Drittel reduzieren können. Und ich glaube, da dürfen wir schon auch mal sagen, wir haben ja gewisse Erfolge gehabt. Also ich finde, ein Drittel einsparen bei gleichem Wohlstand oder noch mehr Wohlstand, finde ich, ist ein Erfolg. Und klar, das Auto muss sicher auch seinen Beitrag dazu leisten, aber das hat das Auto auch gemacht, oder das hat die Automobilindustrie auch gemacht. Und man sagt immer, und das stört mich eben sehr, wenn man sagt, ja, der Verkehr hat CO2-Wachstum gehabt, als einziger Bereich, den man betrachten oder? Aber man tut einfach ausblenden, dass man viel mehr unterwegs ist. Also wir haben ja viel mehr Leute in der Schweiz mittlerweile. Und ich finde, man müsste so viel mehr auch pro Kopf oder eben pro Kilometer das betrachten. Und dann würde sich das Ganze auch halt relativieren, finde ich, am Schluss. Oder? Was ist deine Prognose, auch wenn das schwierig ist? Wie wird sich das weiterentwickeln? Gehen wir mal davon aus, von deinem Albtraum-Szenario, was vielleicht möglich wäre in der nächsten Zeit, und von deinem liebsten Szenario, was vielleicht möglich wäre in der nächsten Zeit. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich der CO2-Ausstoß massiv wird reduzieren in den nächsten 10, 15 Jahren. Ist das der Albtraum oder der Nein, das ist eigentlich mein Wunsch. Ja. Oder? Wie mehr Leute Elektroauto fahren, umso weniger werde ich dann unter Druck gesetzt. Vielleicht kein Elektroauto. Und, also ich sage auch nicht, dass Elektroautos schlecht sind, überhaupt nicht. Die machen übrigens sehr Spass. Ich habe mal die Gelegenheit gehabt, einen Tesla Model X zu fahren, und das ist schon geil. Mhm. Also es macht Spass. Habe ich aber auch von der TÜV gehört, dass die sehr cool sind. Ja, aber eben, es ist halt dann, beim TÜV ja noch mehr, weder beim Auto, oder einfach halt der Sound, der schon ein bisschen fehlt. Oder? Also beim TÜV sogar sehr verständlich, beim Auto ja, auch. Je nach Modell, das man hat. Ja. Unser VW klingt jetzt nicht sehr aufregend. Ja, eben. Aber dein Mercedes vielleicht schon. Ja, er dürfte ein bisschen lauter sein. Nein, ich glaube, für die Leute, wo das eben nicht relevant ist, sondern die wirklich einfach nur das Auto als Gebrauchsgegenstand sehen, und das sind sicher 3/4 der Leute, dort wird das Elektroauto sich wahrscheinlich durchsetzen, und da gibt es vielleicht noch eben 20, 25% oder vielleicht auch weniger, die das vielleicht nicht wollen.
Also in der Schweiz, weltweit bin ich überzogen, wird der Verbrennermotor noch lang ewig umfahren und wird auch neue Entwicklungen geben. Darum finde ich auch das oberdämlich, dass wir das in Europa ja jetzt verbieten will, weil dann gibt man eigentlich die ganze Technologie an den Chinesen und Amerikaner und wem auch immer, oder? Ja, aber eben, ich denke, in der Schweiz, und das habe ich auch schon im Rot drin gesagt, wo wir über Klima und Energiestrategie geredet haben, wo Zeithorizont bis 2040 hat, wo wir den Verkehr, glaube ich, um 15% jetzt reduzieren aus Klimagründen. Und ich finde das völlig unnötig, weil bis dann eben bin ich überzeugt, dass ein Großteil der Autos wird elektrisch unterwegs sein und dass das gar nicht wird nötig sein wird, sondern dass es dann eigentlich wirklich nur um ideologische Gründe geht, wieso man das machen will, oder? Aber da hätte man dann nicht auf mich hören wollen. Aber ist ich bin überzeugt, dass ich in 17 Jahren wieder zurückschaue und sage, und sage was ich gesagt habe. Genau. Jetzt hättest du es sogar aufgezeichnet. Genau, jetzt haben wir sogar auf Video. Genau, oder? Jetzt kannst du sogar das ihnen dann genau. Nicht sagen. das wollte ich vorher noch sagen, mir ist noch etwas eingefallen. Wie hast du das Gefühl, wird sich der Verkehr allgemein verändern? Meine Wahrnehmung ist, dass gerade bei jungen Leuten die Häufigkeit kleiner ist, dass man sich ein Auto kauft. Zumindest im urbanen Raum. Und vielleicht ist es einfach mein Umfeld und meine Bubble. Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass was auch nicht, die Ausbildung ein länger geht und man hat ein bisschen weniger Geld, um ein Auto zu kaufen. Mhm. Oder allgemein einfach, die Leute vielleicht sagen, ich brauche kein eigenes Auto. Es gibt auch Carsharing-Möglichkeiten für Leute, die das Auto jetzt nicht häufig brauchen, oder die dann sagen, anstatt dass ich mir selber ein Auto kaufe, habe ich ein Abo dort und dann brauche ich es die 3-4 Mal im Monat und gut ist. Ja, ja. Ich glaube, das kommt wirklich ein bisschen auf die Bubble drauf an. Weil ist wenn bei ich dir jetzt anders? Auch, ja, bei mir ist es komplett anders. Bei mir jetzt mehr Leute, die zwei Autos haben, wieder gar keins, oder? Das ist urlustig. Nein, wahrscheinlich schon nicht mehr Leute, aber es gibt sehr viele Leute, die mehr als ein Auto haben. Ich glaube, ich kenne nicht viele Leute, die mehr als ein Auto haben. Ja, einen hast du jetzt kennengelernt, mich. Ja, genau. nein, also ich glaube, vielleicht, dass es später dazu kommt, dass man die Autoprüfung macht. Aber ich finde die Autoprüfung immer noch etwas extrem wichtig. Also ich hätte vieles nicht können machen, was ich mit dem Auto gemacht habe. Also jetzt eben auch auf den Beruf bezogen im Militär. Eben die Freiheiten, die wir am Anfang besprochen haben, oder? Wenn wir einfach das Auto geben, oder? Ich meine, wenn man nur schon Skifahren bedenkt, das ist so viel einfacher mit dem Auto daheim einsteigen, Ski laden und man fährt eigentlich vor Gondeln. Absolut, das ist eigentlich mehr die andere Frage, fahrst du in 20 Jahren überhaupt noch Ski? Weil ja, wenn der gut, Winter so weitergeht wie jetzt, dann musst du weit rauffahren. Glaube ich, wird es immer noch. Auch wenn wir vielleicht grundsätzlich nicht ganz gleicher Meinung sind, was die Verkehrspolitik angeht, haben wir doch auch gewisse Übereinstimmungen, das finde ich schon mal gut. Ich würde noch gerne auf den Punkt kommen, wo wir da gemerkt haben, da stimmen wir ja schon rein nach der Umfrage. Übrigens, ich wollte noch schnell eine Klammer aufmachen und ich finde, grundsätzlich jetzt mal abgesehen davon, wie denn das ausgewertet wird, und du hast ja gesagt, du bist nicht ganz glücklich, wo du stehst. Überhaupt nicht, XY-Koordinatensystem. jetzt mal abgesehen von dem, finde ich es mega cool, gibt es so eine Plattform, um sich einfach mal können orientieren, wo bin ich grundsätzlich politisch so ein bisschen daheim. Wie es einem vielleicht auch mal die Möglichkeit gibt, zu merken, ich habe die letzten 5 Jahre vielleicht die falsche Partei gewählt, weil ich einfach vielleicht vom Elternhaus oder irgendwoher irgendetwas mitbekommen habe, wenn ich mal ein bisschen nach Interesse gehe, schaue, wer ungefähr mit mir übereinstimmt, dann habe ich da andere Wahlempfehlungen. Es ist ja dann immer noch eine Empfehlung, die man mit dem machen kann. Genau. Das vielleicht noch für die, die Smartvote nicht können, dort mal vorbeischauen. Ich finde es eine coole Sache. Jetzt hat es dort angegeben, dass wir wie Law and Order eine grosse Übereinstimmung haben, nämlich ziemlich genau gleich viele Punkte bei dem Punkt, bei dem Themenfeld gemacht haben. Und das hat mich ein bisschen erstaunt. Weil ich sonst Politiker und Politikerinnen, die bei der SVP dabei sind, häufig gerade in diesen Bereichen das Gefühl gehabt, haben wir gar nicht gleiche Meinungen. Und jetzt, wir haben das. Jetzt habe ich mich gefragt, eben, habe ich vorher schon in die Runde geworfen,
bin ich jetzt so weit weg von dem, was ich sonst alle gedacht habe? Oder bist du eher ein bisschen von der Parteilinie abgewichen? Und du hast vorher gesagt, du bist es eher. Genau, ja. Also, eben wenn ich die Smart Spider von meinen Parteikollegen vergleiche und dann, oder mit meiner vergleiche, dann sind die eigentlich immer ziemlich weit oben belohnt, oder? Und ich komme auch wieder zurück auf meinen Slogan «Freie Fahrt für freie Bürger», oder? In allen Belangen. Da gehört für mich auch dazu, dass man nicht ständig vom Staat kontrolliert wird. Dass man, klar, Gesetze muss man grundsätzlich einhalten. Und ich rege mich manchmal über die Velofahrer auf, die bei Rot durchfahren. Aber ich würde jetzt nie sagen, ja, da muss man jetzt überall einen Polizist hinstellen und das kontrollieren und büssen. Und ich finde einfach, in der Schweiz ist es nicht nötig, noch mehr überall Polizei haben. Auch wenn ich mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen unbeliebt mache. Also, natürlich, also ich muss so sagen, man braucht Polizei dort, wo sie sinnvoll ist. Mhm. Und sie ist für mich definitiv nicht dort sinnvoll, wo man Parkbussen verteilt und Leute irgendwo außerorts gehen blitzen, wo es bergab geht und danach dann wegen weniger km/h einfach in meinen Augen übertrieben hohe Bussen bekommt. Und ich finde, solange die Polizei noch Zeit hat für solche Sachen, haben wir sicher nicht zu wenig Polizei. Und sicher nicht die grössten Probleme. Und nicht, ja. Also es ist ja ein Luxus, dass man das kann sagen. Oder? Absolut. Natürlich, also es gibt auch im Kanton Luzern gewisse Sicherheitsprobleme. Aber ich glaube, dass es sehr schwierig ist, mit mehr Investitionen in die Polizei verhindern, oder? Also ich kann nicht einen Überwachungsstaat haben, der jeden Millimeter vom Kanton überwachen tut. Und ich finde, oder ich glaube, dass dort, wo so ein bisschen die Brennpunkte sind, jetzt als Beispiel kommt man vielleicht Baselstrasse sind, dass wir dort eine gute Polizeipräsenz haben und dass wir auch verhältnismäßig wenig Kriminalität haben in der Stadt, oder? Und von dem her bin ich überzeugt, dass das im Moment ausreicht. Und darum ist dort eben der wahrscheinlich bei Law & Order bei mir einen relativ tiefen Wert rausgekommen. In diesem Bereich bist du der linke SVPler bei euch in der SVP? Ja, das sagst jetzt du, Smartvote sagt gemäss der Smart Map, dass ich extrem rechts und konservativ bin, ja, ganz genau. Unten im Koordinatensystem. Ja. Aber eben die Map haben wir ja vorhin auch schon darüber diskutiert, die ist in meinen Augen nicht so wirklich aussagekräftig. Wann bist du das letzte Mal geblitzt worden? Oder hast du einen Parkbus bekommen? Letzte Woche. Blitzt oder Parkbus? Parkbus. Ja. Ich bin vor 2 oder 3 Wochen geblitzt worden, wieder mal auf der Autobahn. Ja. Der Nachteil vom Tempomat. Wenn du den mal drin hast und nicht ganz so gut auf alle Geschwindigkeitsbegrenzungen schaust. Und dann halt vor allem, wenn es einer ist, der die Schilder nicht erkennt. Genau, oder? Und jetzt automatisch abschaltet. Und dann bin ich in den 80er halt immer noch bei 100 irgendwas gewesen. Auf der Autobahn. Okay, das sind etwa 180. Ja, 140 glaube ich sind es gewesen. Ja. Genau. Nein, ich komme meistens nur Parkbussen über. Ja, ich dafür glaube noch nie eine gehabt. Ja, weil das ist... Also bleibst so schnell mal irgendwo hocken oder absolut. Ist so schnell mal passiert, oder, dass du einen Bus bekommst. Ist eine Parteizugehörigkeit Fluch und Segen zugleich? Weil jetzt, ich sage jetzt das mal so, im städtischen Umfeld gehörst du wahrscheinlich nicht zu den Sexisten, wenn du sagst, ich bin bei der SVP. Ah, oh, sicher. und wenn du jetzt vielleicht wie das Label nicht hättest und einfach mal mit Themen würdest argumentieren, dass vielleicht noch mehr Leute könntest erreichen, die vielleicht ähnlicher Meinung sind, als dann vielleicht heisst, oh nein, aber einer von der SVP wäre in dem Fall nicht. Ja, du brauchst ja Parteien, du brauchst eine Partei, um überhaupt eine Plattform zu haben. Oder niemand kommt jetzt und sagt, ja, ich will den Patrick oder den Nicolas hören. Sondern sie wollen jemanden von der SVP und die SVP oder die SP oder wer auch immer schickt dann irgendjemanden. Und ich muss auch sagen, du bist nicht in einer Partei, oder? Mhm. Ja. Ich habe
bevor ich an der SVP beitreten bin, auch so denke, ja, hast du nachher den Stempel und dann wirst du vorverurteilt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie, dass ich es wüsste, wegen dem irgendwie eine schlechte Rückmeldung bekommen oder bin anders behandelt worden oder so. Weder positiv noch negativ. Aber, also klar, mal positiv eigentlich schon. Positiv. Also es hat mehr, also wirklich eigentlich nur positive Sachen für mich gehabt, bis jetzt eine Parteizugehörigkeit. Auch ich konnte neben dem Studium arbeiten. Das hätte ich ohne Parteizugehörigkeit sicher auch nicht können. Mhm. Beziehungsweise ich wäre nie darauf aufmerksam worden. Ja, und eben, du lernst Leute kennen. Eben auch jetzt bei der Helvetia bin ich nur wegen einem Kollegen von der SVP. Mhm. Ja, und ein Haufen Sachen, die man nicht erlebt hat, wenn man nicht in einer Partei wäre. Und eben negative Rückmeldungen mag ich mich wirklich auch keine erinnern, die so gravierend wären, dass sie mir im Kopf geblieben wären. Ist ein Vorteil, dass in meiner Meinung die SVP, und ich denke, das trifft aber auch auf Parteien zu, die ganz am linken Rand politisieren, manchmal sehr direkte Art zu kommunizieren haben. Vielleicht, wenn man auch gerade eine gewisse Abstimmungsplakat oder so denkt. Das hat ja lange auch gut funktioniert, jetzt bei den letzten paar Nationalwahl zumindest, die vorher haben wir ehrlich gesagt nicht erinnert. Dort haben wir natürlich von der grünen Seite noch Schützenhilfe vom SRF und allen Medien gehabt. Oder? Okay, aber hast du das Gefühl, vielleicht wäre mittlerweile eher eine gemässigtere Kommunikationsart vielleicht eher besser, um wieder mehr Wählerinnen zu erreichen? Oder ist es eben gerade das, was dann die Partei ausmacht? Ja, also gemässigter hat man ja schon in allem, was dazwischen ist, zwischen SVP und SP-Grüne. Oder? Mhm. Klar, ich habe es am Anfang ja angetönt, gewisse Plakate würde ich jetzt so nicht machen. Zum Beispiel das Wurmplakat finde ich, ist jetzt eher suboptimal oder nicht wirklich gut, oder? Gerade auch mit dem Kontext, das Bild ja sonst auch noch hat. Hingegen jetzt das Schöffli-Plakat finde ich jetzt nicht schlimm. Klar, es ist provokativ, man kann es dann so oder so auslegen, oder? Es gibt ja auch das Sprichwort «schwarze Schaf», oder? Es ist auf das ausgelegt, und wenn wir dann uns etwas Schlechtes unterstellen, dann sagt man halt irgendwie etwas mit Rassismus zu tun. Selber würde ich jetzt für mich persönlich nicht mit so einem Plakat gerade Werbung machen, aber ich finde, dass die Partei dürfen wir auch ein bisschen provozieren, und darum das Sujet, das Beispiel, finde ich hingegen wieder angebracht. Und ich finde, Provokation gehört auch ein bisschen dazu, dass man über Themen redet, dass man Themen kann einbringen, weil wenn man nur immer lieb ist, dann kann man nur immer reagieren. Oder? Das ist eben meine Frage, weil braucht es denn Provokation wirklich? Für mich hat es ein bisschen den Touch, und das geht jetzt überhaupt nicht nur gegen die SVP, wir haben letztes Mal auch noch ein Abstimmungs ist echt zu der Airbnb-Abstimmung jetzt dann noch ein Büchlein im Briefkasten gehabt, wo man es so angeschaut hat und meine Freundin dann gesagt hat, warum muss das immer in Rot, Schwarz, Weiß sein? Das ist immer so, es wirkt einfach immer so plakativ, und dann sind da so reisserische Titel, egal jetzt bei, also nicht immer, aber häufig dann halt, und eben so ein bisschen provokativ. Lenkt denn das nicht auch ein bisschen, ist denn der Inhalt und das Argument so schwach, dass man muss provozieren? Das ist dann die Frage, die sich dann bei mir so im Unterbewusstsein wirklich stellt. Ja, nur die Leute springen halt auf das an. Ja, aber das gibt mir ja beim Blick, würde ich sagen, das ist etwa die meistgelesene Zeitung, aber die haben ja nur Bilder drin, oder? Und vom Text oder vom journalistischen Wert ist jetzt ja nicht, ist jetzt nicht so hoch, oder? Also, in den meisten Artikeln. Oder? Das ist es. Es geht wirklich vor allem um Bilder. Und so ist es halt auch ein bisschen in der Politik. Oder? Man muss eine Botschaft schnell und prägnant überbringen können. Und das ist ja auch bei Plakaten so. Und beim Abstimmungsbüchli braucht es vielleicht ein bisschen weniger. Weil wenn ja jemand schon mal das Abstimmungsbüchli oder die Wahlunterlage in die Hand nimmt,
da ist ja schon mal so ein gewisses Grundinteresse da. Mhm. Aber ja, so im Grundsatz glaube ich schon, dass es das ein bisschen braucht. Ja, ein bisschen provokative und ja, vielleicht ein bisschen reisserische Titel und Züge braucht. Wir kommen langsam gegen Ende zu. Es sind Wahlen, die anstehen. Mhm. Was ist dein Ziel für die Wahlen und was ist deine Prognose für die Wahl? Ja, also mein Ziel ist, dass die SVP 4 Sitze macht in der Stadt Luzern. Wie viele haben wir jetzt? Ich weiß im Moment 3. Okay. Und kantonal hoffe ich schon, dass wir so 3-4 Sitze wieder zulegen. Wir haben bei den letzten Wahlen ja leider deutlich verloren, eben, weil dort halt so ein bisschen die mediale Stimmungsmache war, sehr zugunsten von den Grünen, so wie wir es eigentlich noch nie gesehen haben. Wo man jetzt muss sagen, ich glaube, die aktuellen Wahlprognosen sind wieder eher in die andere Richtung. Ja, dass Richtung, die Grünen, glaube ich, 2% verlieren und wir 1,9 zulegen. Mhm. Von dem her eben gewisse Korrekturen hoffe ich mir schon. Mhm. Und eben, dass wir in der Stadt 4 Sitze machen. Und mein persönliches Ziel ist, den 5. Platz zu machen. Mit dem wäre ich sehr zufrieden. Eben, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich gewählt werde, aber so ein bisschen eben im vorderen Bereich zu sein, ist schon mein Ziel. Wie viele Stimmen bräuchtest du etwa zum gewählt werden? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, letztes Mal hatte ich 4200 irgendetwas gehabt. Und das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie viele Leute das in der Stadt wohnen. Und da bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht ganz im Bild, wie viel es effektiv braucht. und es kommen dann noch Listenstimmen dazu. Genau. Also es ist dann nicht so, dass sich dann wirklich 4000 Leute namentlich gewählt haben, sondern die meisten nehmen dann einfach die SVP-Liste, wo du dann auch noch drauf bist. Es ist auch nicht eine Personenwahl, sondern eine Parteiwahl. Und ja, aber mein Ziel ist so der 50 Sitz. Also 50 Platz. Noch eine abschließende Frage. Auf Smartvote kann man noch eine Biografie aufklappen. Das sieht man jetzt so nicht. Mhm. Dort hat es noch ein paar Punkte drunter und bei dir sind einfach keine Angaben dort. Sind die bewusst nicht gewesen? Ja. Hast du kein Lieblingsfilm, glaub Lieblingsbuch, glaub Lieblingsessen und glaub Hobby wären dort noch gewesen? Ja. Also Film haben wir ja am Anfang gehabt, und ich bin tatsächlich nicht so der Filmliebhaber. Also ich finde, Fernsehschauen ist Zeitverschwendung. Sagst du in einem Filmproduktionsbüro? Ja gut gemachte Filme natürlich nicht, ja, oder? Nein, ich meine, wenn wir einfach am Oben sinnlos vor dem Fernsehen rumgammeln, das finde ich ja. Aber ist Fall, nicht das, was ich ist mache. Nicht ein bewusst, aber nein, ich habe das tatsächlich vergessen. Dann ist das noch mit Tipp an dich, dass das ja, vielleicht sehr gerne. Ich glaube, das Foto habe ich auch nicht durch. Das habe ich beim Ausfüllen noch nicht gehabt. Genau. Das muss ich auch noch machen. Gut, dann wartet er vielleicht, bis der Podcast rauskommt. Ist das dann hoffentlich? Ist es dann hoffentlich drauf, ja. Infos zu dir oder zu deiner Partei finden wir wo? Findet man vor allem bei mir auf Facebook, also auf dem privaten, also persönlichen Account. Ich habe zwar auch noch einen politischen, aber der ist, ich glaube, etwa 3 Jahre nicht mehr wirklich bewirtschaftet. Webseite habe ich keine. Und sonst einfach mein Facebook, wo man etwa die mal etwas liest. Und auf der Helvetia-Seite findet man mich natürlich auch, genau, aber das haben wir jetzt völlig gar nicht, frei von Politik. Das haben wir jetzt gar natürlich nicht darüber geredet. Genau. Ja, nein, ich bin auch nicht so Internet- und Computer-versiert und habe mir darum auch keine Webseite oder so gemacht, sondern eben, wenn jemand das interessiert, auf Facebook mich anfragen, nehme ich jeden an und dann kommt mir ein bisschen etwas mit über. Danke dir vielmals, hast dich auf das Experiment eingelassen. Also danke, einen sehr angenehmen und sympathischen Austausch gefunden. Ebenfalls. Ich hoffe, dass ihr das auch spannend gefunden habt, wo wir es da einen mitgelassen und mitgeschaut habt. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt. Geht wählen, egal wer. Ja. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann, gute Zeit und ciao zusammen. Ciao zusammen.